Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Quick Survival Games. Wieder alleine. Und spielen auf Pixel SG, wohl etwa eine der kleinsten USG Map, die es überhaupt gibt. Okay, den haben wir schon mal richtig schön gemacht. Kommt noch einer. Nee. IT-Schaffall. Der will uns natürlich jetzt abstauben. Keine Ahnung, woher der weiß, dass wir low sind. Ich los bin. Aber momentan lebe ich noch. Okay, ich bin wohl weggekommen. Aber meine Grip ist nicht gerade das Beste, leider. Hier da drin sind zwei. Weiß nicht, ob der jetzt schon kassiert hat. Ich kann ihn nicht hitten. Seht ihr, habt ihr das gesehen? Zum Glück war der... Naja, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber... Naja, er war nicht der Beste. Ja, er war schlecht. Wir haben ihn geholt, obwohl es bei uns ein bisschen rumgebackt hat. Nicht so schlimm. Es sind eben noch zwei außer uns. Einer außer uns. Den haben wir jetzt geholt. Und ja, dann sehen wir uns natürlich auch gleich in der zweiten Runde wieder. Bis dann. Zurück schon in der zweiten Runde. Wieder auf Pixel SG. War gerade nichts anderes frei und ja. Mal schauen, ob die Runde etwas wird. Ich habe jetzt gerade zwei Runden hintereinander gefailt. Abgestaubt und weiß ich nicht was alles. Kein Whip. Gibt's halt immer mal wieder, dass man auch mal failt, aber ja. Kann ja nicht immer im ersten Versuch klappen. Okay, den habe ich. Sorry, dass ich jetzt nicht so viel rede, aber ich möchte die Runde jetzt ja nicht gerade sehr gern gewinnen. Okay, da spielt nicht mal so schlecht eigentlich. Aber das Bow-Aim hat er nicht, was er bräuchte jetzt in der Situation. Darum habe ich ihn jetzt auch gesnackt. Noch drei Spieler verbleiben. Ja, auf Pixel SG, da läuft es mir irgendwie. So macht es auch Spaß, wenn man mal ein paar Kills machen kann. Naja, dann hat es halt immer wieder diese Runden, wo es solche Leute gibt. Du bist mit einem Kampf und kommt dann einfach von hinten nur abstauben. Sie warten, bis ihr euch bekämpft. Macht ihr? Bis ihr euch bekämpft, ihr seid low. Und dann kommt er von hinten, er macht einfach während dem ganzen Kampf nichts. Ihr beide sind low und beide holen. Und der Abstauben kommt, holt natürlich beide. Ja. Aber mit dem muss man halt leben in QSG und ja. Keine Ahnung, wo ist jetzt der letzte Spieler noch... Aha, versteckt hat. Da läuft er ja auch rum. Aber Deathmatch. Goldapfel rein. Hat er, glaube ich, auch. Oh lol. Ich ihm die Combo gedrückt habe. Zack, mit der Angel und den Double Hit noch bekommen. Ja, GG, das waren zwei gute Runden. Und weil die beide richtig kurz waren eigentlich, denke ich mal, ja, ich hänge einfach noch eine dritte Runde an und dann sehen wir uns auch in der dritten Runde. Sind auch schon in der dritten und letzten Runde angelangt, diesmal auf Mystic, und ich hoffe natürlich, gewinnen die Runde auch. Wäre cool natürlich. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt mal im Deathmatch verkacken würden oder so. Ist jetzt auch kein Weltuntergang gegen zwei Spieler, sicher nicht.
Da müssen sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Toll. Bisschen veraimt hier, aber nicht so schlimm. Steinschwert wäre jetzt noch ziemlich nett eigentlich. Er hat auch nur ein Holzschwert. Ich habe aber ein bisschen bessere Rüstung. Okay, nice. Oh ne, da kommt jetzt von hinten wieder. Habe ich auch geholt. Richtig nice gemacht eigentlich. Und ja, da kommt wieder der Ritzy Place. Der ist auch schon down. Noch 7 verbleibende. 5 Kills habe ich schon mal in der Runde. Die Runde läuft doch schon mal. Im Gegensatz zu den etwa 4 vorherigen Runden oder 5. Läuft die. So, wo sind denn die Gegner? Ich finde es irgendwie cool, wenn sie den QSG auch so Kompass geben würde oder so. Denn manchmal, wenn nur noch so wenige leben, dann ist es ziemlich schwer zum Gegner zu finden. Nee. Da kommt es schön abstauben. Kollege. Snacken die aber hier einfach mal den Goldapfel. Dann sieht das Ganze wieder anders aus. Oh ne, geht's wieder für ihn. Okay. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie sogar 2 Goldäpfel haben. Der spielt auf jeden Fall gut, kann man einfach mal sagen. Warum schlage ich ihn immer mit der Rod? Bei solchen Spielen kann ich mir das einfach nicht erlauben. Okay. Warum spammt er 2 Sekunden vor dem Deathmatch noch so mit dem TNT? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz, aber... egal. Muss man aufhören zu ausweichen. Ja, nice. Der Randy schießt ihn auch noch ab. War verwirrt und tot. John Cena. Das ist nicht ein Wrestler. Was macht denn der in Minecraft? Oh, da haben die einen Hacker. Glaube ich zumindest. Oder? Nein, nee, doch nicht. Der hat dem anderen, glaube ich, einfach ziemlich nice Hits gegeben. Hätte vielleicht da nicht einfach einen Diabus liegen lassen sollen, wenn er noch keinen hat. Aber ja, nicht so schlimm, Leute. In den kriegen wir jetzt. Jawohl, fast full life sogar. Mit ein bisschen Gebo-Spam, aber... ja, GG. Das war's mit den 3 kurzen und knackigen Runden USG. Und ich hoffe natürlich, euch haben diese Runden gefallen. Lasst doch ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und tschüss.